Zur Tagesschau schalten wir um nach Hamburg. Zum Programmschluss die Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. In der schlesischen Kohlengrube Piast ist am Abend der letzte bekannte größere Streik in Polen zu Ende gegangen. Rund zwei Wochen hatten sich dort Werkleute unter Tage aus Protest gegen die Verhängung des Ausnahmezustandes verbarrikadiert. Wie das polnische Fernsehen am Abend meldete, verließen die zuletzt noch etwa 900 Streikenden die Zeche und begaben sich in ärztliche Obhut. Vor dieser Mitteilung hatte die sowjetische Nachrichtenagentur TASS das Bergwerk bei Katowice als einzigen Spannungsherd Polens bezeichnet. Nach Berichten aus Moskau will die Militärführung in Warschau die zum nächsten Jahr geplanten neuen Kürzungen der Lebensmittelrationen noch einmal überdenken. Radio Warschau hat am Sonntagabend gemeldet, dass auf Beschluss des Militärrates die monatlichen Fleischrationen von Januar an um 29% verringert würden. Ein Treffen der EG-Außenminister am Mittwoch in London, bei dem eine gemeinsame Bewertung der Lage in Polen vorgenommen werden sollte, ist überraschend abgesagt worden. Stattdessen werden lediglich die politischen Direktoren aus den Außenministerien der 10 Mitgliedsländer zusammenkommen. Bundesaußenminister Genscher bedauerte die Absage der Konferenz, die vermutlich auf Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Gemeinschaft über die von den USA befürworteten Sanktionen gegen Warschau zurückgeht. Und nun noch ein kurzer Überblick über weitere Meldungen des vergangenen Tages. Das am Sonntag in Mailand gefundene Foto des entführten amerikanischen Generals Dozier könnte nach Ansicht der Polizei eine Fälschung sein. Die Behörden halten eine Fotomontage für denkbar. Ägypten und der Sudan weiten ihre militärische Zusammenarbeit aus. Nach Gesprächen in Kairo hieß es, künftig werde es auch gemeinsame Ausbildungsprogramme für sudanesische Soldaten durch ägyptische Offiziere geben. Der sowjetische Regimekritiker und Friedensnobelpreisträger Sacharow wurde aus dem Krankenhaus entlassen und kehrte in seine Wohnung im Verbannungsort Gorki zurück. Sacharow und seine Frau hatten mit einem 17-tägigen Hungerstreik die Ausreise ihrer Schwiegertochter Lisa Alexejewa in die USA erzwungen. Zum Jahreswechsel wird es in der Bundesrepublik wahrscheinlich 1,7 Millionen Arbeitslose geben. Das wären dann 200.000 mehr als vor einem Monat. Die Preise in der Bundesrepublik sind im Dezember nach einer Vorausschätzung des Statistischen Bundesamtes um 6,3% höher als vor einem Jahr. Im November hatte die Teuerungsrate noch 6,6% betragen. BMW will vom 11. Januar an die Preise für Personenwagen um durchschnittlich 2,6% erhöhen. Zuvor hatten bereits VW, Daimler-Benz und Opel Preisanhebungen bekannt gegeben. Bei einem Sessellift-Unglück im Südtiroler Skizentrum Latsch wurden zwei Deutsche getötet und 23 Personen verletzt. Die automatische Bremse des Skilifts hatte versagt. Karl-Heinz Rummenigge vom deutschen Meister Bayern München wurde zum zweiten Mal hintereinander zu Europas Fußballer des Jahres gewählt. Auf die Plätze 2 und 3 kamen in der französischen Sportzeitung France Football Rummenigges Mannschaftskamerad Paul Breitner und der für den FC Barcelona spielende Ex-Kölner Bernd Schuster. Die Wettervorhersage für Dienstag, den 29. Dezember. Stark bewölkt oder bedeckt und von West nach Ost fortschreitend Niederschlag. Im Norden und Osten als Schnee, sonst als Regen. Zum Teil gefrierend, dabei erhöhte Glättegefahr. Tiefstemperaturen im Norden und Osten minus 3 bis minus 9, Höchsttemperaturen minus 3 bis 0 Grad. Sonst Tiefstwerte um 2 und Höchstwerte 3 bis 7 Grad. Im Südwesten noch darüber. Schwacher bis mäßiger Wind um Süd. Das waren die letzten Meldungen der Tagesschau. Das Programm des deutschen Fernsehens, meine Damen und Herren, ist damit beendet. Und in einer halben Minute wird es 0.39 Uhr sein, 21 Minuten vor 1. Hinweise auf das Programm von Dienstag, dem 29. Dezember, geben wir Ihnen auf den nachfolgenden Schrifttafeln. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Thank you.